Jetzt bin ich schon im Untergeschoss und ich habe ja 11 Stück, das sehe ich hier oben links, dass ich alle hab. Das ist jetzt so einer dieser Spinnen, glaube ich, das hat auch mal erwähnt. Die sind nicht gerade abgehauen, nee, oder? Jetzt habe ich leider Aona draußen, das heißt, erstmal zu Brina wechseln, damit sie mal scannen kann. Wenn Fadula, genau so hießen die. 5 KP, Angriff 2, die sind riesige Spinne. Beim Angriff können sie bis zu 3-mal hintereinander schießen. What the hell, also 3-mal 2 Schaden sind ja 6 Stück. Ja, ich muss echt das gute Timing haben, sagt sie schon. Die Bubis mögen Fadula ist wohl auch nicht besonders. Ja, die sind alle abgehauen. Abwehren, let's go. Okay, der erste hat nur einmal geschossen, jetzt 3-mal. Boah, wenn er so weit oben ist, mit dem Power Downs da zu treffen. Oh, let's go, hat gut geklappt. Aber ist nicht so einfach. Also war jetzt schon ziemlich, ja, glückabhängig. Oder Skill, besser gesagt. Kann ich auch irgendwann so hoch sein, dass ich die nicht treffen kann? Oh, ist wahrscheinlich auch, umso weiter höher die platziert sind, umso schwerer wird es mit dem Maxi-Beben, falls ich den einsetzen möchte. Hey, was haben wir hier? Kann ich damit das vielleicht mit Aona wegmachen? Ja, genau. Okay, ich muss nicht viel auf das einsetzen. Ich merke schon. Frage, wo drückt Mario eigentlich dagegen? Wenn er sie blasen lässt, ist es ein bisschen komisch. Oh Gott. Ja, ich merke schon, mehrere Piranha-Pflanzen hier, aber auch so Papierflieger-Sections. Ah, der erste Angriff nicht geklappt. Boah, das ist jetzt heftig, okay. Da auf jeden Fall den Maxi-Beben mal. Da wollte ich eigentlich Kupilo die Chance geben, dass er mit seinem Panzer gegen die Pflanzen gut was machen kann. Weil gegen die Bogengegner ist er ja sehr gut, aber gegen Fluggegner kann er ja nichts machen. Also ist er für das Kapitel echt nicht zu gebrauchen, leider. Och, Mann! Okay, es sollten aber trotzdem 5 Stück sein und damit alles killen. Okay, gibt gut Erfahrungspunkte, obwohl diese Spinnen echt nicht so viel geben. Aber vielleicht wäre es auch vor dem Level-Up noch mehr gewesen, bestimmt. Ja, 2 Gegner ist auch gleich viel entspannter so. Kurzer Test, ich tue mal mit Kupo jetzt den Powerpanzer machen. Kann ich jetzt trotzdem die Spinne treffen, weil die ist ein bisschen unten quasi. Ja, es geht auf die Entwicklungsstufe, weil sie ist ja trotzdem noch ein bisschen in der Luft. Hat aber geklappt. Ja, 5 Leben ist halt schon ärgerlich. Das kann ich mit meinen normalen Angriffen gerade nicht so schaffen, ne? Boah, geil, wie das KP aufgefrischt wird und eben BP. Es tut auf jeden Fall mein BP-Problem ein bisschen senken, ne? Das ist nochmal ein Sieg, yeah. Oh, wie komme ich da jetzt dran? Wahrscheinlich, wo ich diesen Papierflieger, den ich ganz oben schon gesehen habe. Also fliegen wir mal entlang. Ich habe gar keinen Plan, wo die Bubus übrigens gerade sind. Ah, da chillen die. Verstehe. Aber das bringt mich jetzt auch nur zum Dings hier hin, zur Insigne, aber wo geht's denn weiter, wenn ich mal fragen darf? Egal, erstmal das hier abgehakt. Doch, hier ist eine Röhre noch, komplett übersehen, im Eck. Die Gegner haben mich so abgelenkt. Ja, wäre schon verlockend, da jetzt einfach runter zu springen, aber die folgen mir halt auch nur, wenn ich über die Röhre gehe. Ja, der blaue Schlüssel, let's go! Ja, das ist so ein Picatus oder was, der haut jetzt ab. Bubus und die Picatus sind schon seit Urzeiten verfeindet. Und da tun wir uns jetzt einmischen, aber die Bösen haben sich ja auch eingemischt und damit konnten sie ja den Baum übernehmen. Jetzt wissen wir, dass sie sich mit diesen Typen verbündet haben, um uns aus dem Baum zu vertreiben. Ich hatte mal einen Freund unter ihnen, Pixel. Eigentlich hätte sich der Pixel, den ich kannte, eher irgendwo versteckt, anstatt zu kämpfen. Allerdings, ob er jetzt wohl auch unser Feind geworden ist. Boah, aber das ist noch eine große Story oder was? Ich gehe erstmal runter und erkunde den Bereich hier. Was, hier in der Nähe soll es einen versteckten Itemshop geben? Okay. Oh, ein Sternensplitter, let's go. Ah, hier ist eine Wand. Befindet sich der da oder wie? Dann soll ich vielleicht die Bubus aber noch holen. Boah, wie lange man da teilweise blasen muss, um das freizulegen. Krass. Gibt's hier irgendwas Geiles zu kaufen? Ah, ein Eishauch. Okay, macht 3 Schaden. Ich bin halt komplett voll, leider. Angriffskraft 5, Anwender-KP steigen um 5. Ah, da tut zu leben klauen. Cool. Die Langbesitz oder was? Ihr könnt auch kämpfen, hä? Da ist doch irgendwas, oder? Ist das dein Freund oder was? Pixel! Oh, was ist das denn? Dieser Picato hat bestimmt alles durcheinander gebracht. Aber der scheint ja noch ein Kind zu sein. Oh, was für ein süßes kleines Ding. Hat bestimmt nichts Böses getan, hat nur Angst. Ach, tu ihm doch nichts, Mario. Auf gar keinen Fall. Ich will ihn loswerden. Oh, es haut er ab. Hey, Pixel, fick doch nicht weg. Oh, was ist die falsche Wahl oder was? Kind oder nicht, aber diese Picatos sind immer unheimlich. Gut, dass er weg ist. Boah, ist das richtig krass, okay. Boah, hätte schon gern gewusst, was so passiert, wenn er gesagt hat, nee, wir lassen ihn. Aber dann hätte er wahrscheinlich dort einfach nur gechillt, also hätte es ja nichts verändert. Dass ich kann jetzt irgendwas triggern damit. Ja gut, dann machen wir uns einfach mal auf die Suche nach dem blauen Schlüssel, oder? Der war ja hier. Boah, ist das so eine Art Nest oder wie? Okay, eine richtige Armee.
Das sind die Picatos. Ja, auf den Kampf, oder? Es sind nur 10, die schaffen wir. Ja, wir sind 11, oder? Let's go, einen Vorteil. Mario kann jetzt sicher auch noch irgendwie was mit einbringen. Echt, diese Dinger so rot werden, ne? Okay, der Wind vielleicht auch. Aber dann kann ich meine auch so ein bisschen behindern. Ey, geschafft. Wir haben alle besiegt. Nur noch die Festung kaputt machen, genau. Okay, irgendwas bumst da. Junge, was macht ihr da? Ihr seid doch nur so kleine Dinger. What the hell? Die haben es komplett auseinandergenommen. Oh, scheint irgendein Rätsel zu sein. Was haben wir hier? Alle blaue Schlüssel. Let's go. Kann ich damit schon interagieren? Ich glaube dann nicht, oder? Irgendein X da. Also kann ich da irgendwie noch was machen? Seltsam. Okay, da passiert noch irgendwas. Oh, was soll es nur aus uns werden? Ey, Bubul, ja, was versteckst du da eigentlich? Nur ein Pilz. Junge, so viele Bubus und ein Pilz zum Essen, oder was? Oh Gott, der ist ja schon total vertrocknet. Hatte ich für Bubul ja gepflückt. Aber inzwischen ist er wohl vertrocknet, weil er so lange weg war. Oh, bleib so mein Bubulio. Ah, lassen wir es nicht warten, oder? Wir sehen uns einfach dort beim Käfig. Oh, ich muss jetzt aber nicht wieder mit dem Blasen hier machen, oder? Ah, warte mal, ich kann doch irgendwie herrufen lassen. Kann ich das eigentlich irgendwie die Tür aufmachen? Oh mein Gott, ich kann die aufmachen. Gut, dass ich jetzt nicht außen rum gelaufen bin. Ja, dann probiere ich einfach mal hier alle herholen. Einfach Bubus sind weg. Es sind alle verschwunden. Warte, Moment, ich muss bis meine Stimme machen. Bubus kommt her! Es ist Essen am Tisch. So, im Käfig angekommen. Oh, gleich holen wir euch raus. Das riecht irgendwie auch wieder nach einer Falle, ganz ehrlich. Aber, ja, wir müssen es machen. Wir brauchen diese Armee. Boah, wie viel sind das? 100 Stück oder so? Wie sich so ein Kreis gebildet hat. Oh, das Wiedersehen zwischen den zwei Geschwistern. Das hier wollte ich dir eigentlich geben, aber es ist ein bisschen angeschimmelt, weißt du? Ein Dampf trotzdem, hat er wahrscheinlich auch Kohldampf. Keine Ahnung, wann der zuletzt was gegessen hat. Oh, er hat doch sicher schrecklich geschmeckt. Nein, hast du es nicht gewusst? Getrocknete mag ich am Pilz am liebsten. Hä, sind doch Geschwister und die haben so eine enge Bindung. Das wusste sie nicht. Ist sie lost? Weil es hat einfach nur so gesagt. Kann auch sein. Seid ihr Geschwister oder was seid ihr? Nicht bei allen anderen. Was? Okay, das ist vielleicht doch. Man kennt die Rasse nicht. Vielleicht ist da Inzucht doch ein bisschen was anderes. Keine Ahnung. Ich tue jetzt nicht weiter kommentieren. 101 Bubus, wow. Ja, okay, aber ich finde 100 trotzdem ganz gut. Und jetzt gehe ich einfach mal an diesem Ort hin, wo noch diese Abzweigung war, genau. Also dort, wo ich gerade eben herkam quasi. Genau, hier diesen Gang eben. Oh Gott, die haben schon wieder Angst, Mist. Ja, die werden jetzt so wieder runterfallen. Dann tue ich erstmal alle Gegner besiegen. Und dann irgendwann mit allen Bubus halt kommen. Die Spinne greife ich am besten mal mit Kupio an. So, Kupio macht jetzt seinen Powerpanzer. Nein, ich hab's verkackt. Ach Mann. Egal, ich kann hier trotzdem jetzt. Ist eigentlich egal, ob er jetzt 2 oder 1 Schaden macht. Wenn ich jetzt nichts anderes verkacke mehr, ich kann in der nächsten Runde trotzdem Beil nicht auseinandernehmen. Und 5 Leben Gegner, die nerven schon, muss ich schon sagen. Ja, dann schauen wir eben mal, was hier noch für Gegner sind. Ah, sind die Münzen aber unten gespawnt, oder? Ja, wegen so ein paar Münzen weiß ich nicht, ob ich da jetzt nochmal runtergehen möchte. Boah, sind schon wieder viele und ich habe kein Maxi-Beben. Nein. Ach Mann, es hat der Powerpanzer auch nicht mal gereicht. Oh, der Kampf läuft so schlecht. Weil Kupio auch gar nicht dafür gemacht ist, so. Ich wechsle zu Gumbrina. Das kann halt jetzt extremer Damage sein. Boah, man, die dürfen halt nicht alle angreifen, ne? Muss auch einfach besser blocken, ne? Jetzt Stück für Stück einfach hier die Gegner auseinandernehmen. Wenigstens einige Erfahrungspunkte so aus dem Kampf rausgeholt. Oh, es droppt auch noch mehr Münzen. Ja, das ist ja schon verlockend, da jetzt runter zu springen, ganz ehrlich. Vor allem, weil die Münzen vom anderen Gegner auch noch da sind. Ein paar zumindest. Ja, aber ich werde doch nicht durchkommen, das sind safe noch mehr Gegner. Ey, das ist ja in Ordnung. Das hat man kaum gesehen. Aber wie komme ich da hin? Ist er unsichtbarer Block vielleicht? Ja, tatsächlich. Let's go. Was haben wir hier? Ausweicher P. Ja, ich bin immer noch nicht mit dem anderen verstanden, ne? Jetzt irgendein Pfeil nach unten. Okay. Aber da ist doch nichts. Was soll es laden sagen, dass der da unten irgendwie ist? Keine Ahnung. Irgendwie 1:1 aus wieder. Ja, Raum rechts. Ist hier wieder. Ja, wieder so ein Kokor. Aber diesmal einige mehr. Oh, Match. Ich wäre hier als Erstes gegangen. Eine ganze Hundertschaft. Ja, wir sind immer noch eine Person mehr. Und diesmal mit Arona direkt alle mal ein bisschen ausnocken. Das läuft doch gut. In der Überzahl schön alle erledigen. Aber jetzt war ich auch nichts mehr, das sollte klappen.
kann ich mit dem Hammer noch irgendwas machen? Keine Ahnung. Sieht ganz gut aus. Geschafft! Ey, alles ein besiegt. Jetzt müssen wir noch ihre Festung stürmen. Gibt's dann noch mal eine dritte Runde? Nee, oder? Wir haben ja alle Bubis befreit. Mehr könnten wir nicht aufnehmen. Boah, die haben keine Gnade, ich schwör. Nee, Piranha-Pflanze. Ja, zwei Stück. Die sind ja auch relativ harmlos. Okay, gehen wir mal nach unten. Keine Ahnung, was das dort macht. Da kann man die auf jeden Fall wieder lagern. Da ist ein Röhrenausgang auf dem Baumstamm. Hm, seltsam. Das ist ein Sternsplitter. Ich dachte die ganze Zeit schon an den Röhren, dass da irgendwie dahinter was sein kann. Ach, verdammt. Vier Stück. Na toll. Das wird Zeit für ein Maxi-Beben mal wieder. Ach, Mann. Nie das Exzellent. Ey, wird es jemals passieren? Da komme ich jetzt nicht oben an die Röhre ran? Seltsam. 101 Bubus brauche ich. Also, das Bubus-Symbol zeigt. Okay, verstehe. Na gut, dann setzen wir halt einfach das Bubu-W mal hier ein. Was? Das war eine Falle! Oh man! Das sollte doch einfach ein Bubus sein. Warum haben die nichts gesagt, dass ihnen nicht bekannt vorkommt? Was war das denn? Was ist passiert? Uiuiui. Die Falle hat zugeschnappt. Wir sind Team Rocket, oder auch nicht? Ihr schwarzen Himmel seid mir voll in die Falle gegangen. Ich habe euch reingelegt mit meinem Podest. Ja, sieht schon ein bisschen angekritzelt aus, eher billig. Jetzt, wo die aus dem Weg geräumt sind, kann ich mich gut um das Sternjuwel kümmern. Oh, man. Mann, was sollen wir jetzt nur tun? Irgendwie müssen wir wieder hier rauskommen. Erstmal das Bubu-W wieder einsammeln. Naja, hat eine Sache nicht bedacht. Mario kann cheaten, ne? Mario, du musst uns helfen, bitte. Ja, jetzt haben wir keine Armee mehr, verdammt. Ja, Kupilopo bleibt auch da jetzt drin. Weißt du, der Max so in Gefangenschaft, habe ich das Gefühl. Ah, okay, das ist die Reihenfolge, I get it. Die vier Symbole, genau. Was ist das? Irgendwie Sonne, Mond, Bubu, Stern. Ja, was kann ich damit jetzt machen? Befreien? Na, ja, okay, jetzt kann ich es hier eingeben, oder wie? Der Baum hat sich geschwankt, oder? Ja, war nur der Wind. Das ist nochmal ein Sternschmitter. Schon wieder hinter so einer Röhre. Ich bin auch gerade nur daneben gesprungen. Boah, Junge, sind die fies platziert hier. Also können wir einstellen. Oh, die sehen ein bisschen anders aus. Aber das war das Sonnensymbol. Dann kam der Mond, der Bubu. Der kann bleiben. Und dann der Stern. Genau, let's go. Haben wir alles richtig. Da tut sich jetzt auch was auf. Nochmal ein Durchgang. Ich weiß nicht, wie der uns weiterhelfen wird. Wird irgendwie eher so eine Belohnung, Secret-mäßig. Aber muss ja, ich hab sonst keine Ahnung. Okay, ist die große Chest. Das heißt eigentlich irgendwas Besonderes. Kein Fluch, oder? Nee, Schuhe? Neue Sneakers? Superstiefel? Oh, Dad! Lol, war sie damals schon da? Ich weiß gerade gar nicht. Superstiefel erhalten, ja, danke schön. Bin ich damit jetzt stärker? Ich glaube schon, oder? Ich kann eine Stampfattacke machen. Boah, das ist ja cool. Deswegen die ganzen Bodenplatten. Also jetzt Timing verkackt. Genau, solche Bodenplatten auch, aber auch diese versteckten oder nicht. Boah, wo waren die noch überall? Ein Kampf kann ich sie auch verwenden, okay. Und die Angriffskraft von Sprung hat sich generell auch erhöht. Also ich habe einen neuen Move, Angriffskraft hat sich erhöht und ich kann jetzt diese Bodenplatten. Ey, ist das so ein kleines Gimmick, scheiß mal auf die Bubus. Ja, dann probieren wir das einfach mal aus, weil ansonsten komme ich auch nicht raus, da fehlt ja oben das Ding jetzt. Aber richtig springen für die Insignie noch. Ach man, das muss jetzt natürlich sein. Das ist ein Orden sogar noch. Irgendwas mit D. Okay, das sagt man jetzt gar nicht. Die Sprünge sind schon manchmal ein bisschen knifflig in dem Game, muss ich schon sagen, ne? Boah, Insignien sieht ja richtig gut aus mittlerweile. So, was macht der Orden hier? Charge. Oh mein Gott, damit kann ich mich, glaube ich, boosten. Das ist, glaube ich, ein richtig OP-er Orden. Wie viel kostet der? Ein Ordenpunkt nur. Alter, ist übelst OP. Weil es ist nicht nur, dass ich einmal mich chargen kann, sondern immer mehrmals. Das kostet zwar auch ein bisschen was, aber... Da kann man sich so hoch boosten, die Kämpfe, glaube ich, auch sehr einfach machen. Deswegen mal schauen, wie oft ich das verwende. Aber trotzdem auf jeden Fall mitnehmen, einfach für den Notfall. Oh, überlegen, wo es jetzt überall diese Bodenplatten gab. Weil gibt es ja auch bestimmt das ein oder andere Secret. Ja, hier zum Beispiel. Damit komme ich an diesen einen Baumstumpf jetzt hin auch. Also nicht erstmal die Bubus befreien. Ah, die brauchen wir nicht. Ja, vor allem, wenn ich so Gegner habe, dann haben die so nur Angst. Da habe ich jetzt auch so zwei Schaden quasi und Stampfattacke, okay. Und sind einfach mit der ganz normalen Sprung, bloß dass ich da eine Stampfattacke mache. Ich werde es mal ausprobieren. Ja, tatsächlich. Damit mache ich 5 Schaden. Jetzt kann ich die ganzen 5 Gegner erledigen, also mit 5 Lebenspunkte. Das ist so lost, den mit der Vollblume nicht zu killen. Ey, Mann, ich bin so dumm. Ja, ansonsten hat sich nichts geändert. Mach halt nur mehr Schaden, was auf jeden Fall angenehmer ist. Habe ich mich nicht sogar in dem Kapitel darüber beschwert?
dass ich momentan viel zu schwach bin oder so für die ganzen Gegner. Ja, okay, solche Bubis doch nochmal. Soll nicht so lange in Gefangenschaft leben. Hätte ich überhaupt jetzt befreien mit der Stampfattacke? Ich weiß gerade gar nicht. War hier irgendwie so ein Feld? Hallo, ich möchte mal was sehen. Da ist doch was. Aber eher hier. Ja, genau, da kommen wir runter. Boah, Mensch, ich habe das jetzt wegen den Bubus nicht gesehen und wäre einfach weitergegangen. Übelst los. Ich muss ja halt auch noch da, irgendwie nach da unten befördern. Eine übelst nervige Aufgabe, die nach unten zu befördern. Okay, das hat zumindest mal gut geklappt. Okay, sind glaube ich alle unten, ne? Super nervige Aufgabe. Nein! Junge, der hat einen Bubu, hat er jetzt noch festgehangen. Junge, geh in das Loch rein, ob du willst oder nicht. Mein Gott, geht das auf die Nerven. Oh nein, nutze wieder das gleiche, um die nach da unten zu befördern. Oder die folgen mir nicht. Also irgendwann was die da hin zu beamen quasi. Oh mein Gott, da wär's viel einfacher gegangen. Das hätte ich auch drin machen können. Ey, Mann. Egal. Hier ist niemand runterfallen. Wir gehen weiter nach unten zum Sternjuwel. So, jetzt sind hier wieder ein paar Gegner. Alles gut. Den können wir schon auseinandernehmen. Also, ich krieg die nicht mit dem Sprung down. Boah, drei von denen. Nein, ich bin mit ihr da, Menno. Ja gut, dann... Also, ich kann jetzt einmal mit dem Sprung erledigen. Let's go. Oh Mensch, hat der eine sogar zwei von denen. Anders nervig. Was soll das jetzt? Okay, der kann auch mehr angreifen, umso mehr Dinge der hat, oder wie? Keine Ahnung. Na gut, mehr scheint wohl nicht zu sein. Dann gehen wir halt weiter nach unten, ne? Hier ist ein Wasserbecken. Kann ich das mit Kubio erreichen? Das ist schon zu weit, ja. Okay, dann gehe ich halt nach unten, ne? Was soll eine Scheinspoiler? Also da kann ich irgendwas ausfahren lassen oder Wasser nach unten gehen lassen, oder? Aber erstmal wieder ohne Bubus entlang gehen. Okay, zwei Röhren. Ich nehme es erstmal weiter nach unten, oder? Ah ne, hier brauche ich die Bubus schon. Verstehe. Sieht nach Finale aus. So, hier kann ich ein paar Knöpfchen drücken, denke ich. Wie darf ich das verstehen? Bin ich hier platzieren? Dann? Nee, hä? Kampfattacke? Achso, bin ich lost? Ja, jetzt verstehe ich. Let's go. Ja, ein Sprudel passiert da. Es wird schön nach unten gezogen jetzt. Wo stelle ich mir das Ganze doch vor? So, ist ja ansonsten noch was? Ja, eine Truhe tatsächlich. Sehr gut, dass ich ja noch mal nachgeschaut habe. Schrumpfer. Ah, damit kann ich die Gegner schwächen, also schrumpfen quasi. Ich dachte, hinter der Treppe wäre noch ein Sternenschwitter. Ne, ein Schwirrer aber. Ja, kein Platz an sich. Aber dann kann ich halt so eine Pilzpfanne essen, ne? Folgt mir mal, Bubus. Auch mein Smile da reingeflogen oder was? Kopier auch mal schön. So, der kann ja nicht drauf laufen. Das ist nur für die Bubus oder was? Hey, ich brauche das aber doch für die Seerose jetzt. Also für die Insignia auf die Seerose springen, genau. Dann hat's geklappt. Keine Ahnung, lost. Okay, dann können wir hier mal das Bubu-Wähl einsetzen. Und dann mal schauen, was jetzt passiert. Sind wir schon am Ende? Was passiert da? Ein Fahrstuhl. Geil. Sind denn wir hier gelandet? Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh, ein Pilz. Na gut, dann gehen wir halt einfach mal weiter. Oh, da ist er, ja, aber er hat keine Bubus, der Idiot. Ja, es kann doch nicht irgendwie... Es muss doch irgendwo hier sein. Kommt doch jemand, schnell verstecken, ja? Naja, du kleine Angsthase. Oh Mann, jetzt müssen wir das freilegen und er kann sich dann schnappen, oder was? Ey, ich sehe es doch kommen. So dumm, aber ja, wird wahrscheinlich so sein. Aber dann, ja, er ist keine Hausordnung, Junge. Wir haben ihn ohne irgendwas am Anfang des Games schon besiegt. Das werden wir nochmal schaffen, ne? So, was passiert? Ist nochmal ein Fahrstuhl oder wie sieht das aus? Ah, nee, da in der Schüssel ist das grüne Sternjuwel. Boah, das sieht so richtig smaragd-jademäßig aus. Ja, eher smaragd. Jade würde ich jetzt noch nicht so sagen, ne? Das Sternjuwel, da ist es. Oh, Junge, okay, da war echt schnell unterwegs. Was passiert denn nun? Da suche ich und dann fällt es mir einfach in die Hände. Ja, du Glückspilz. Aber wie gesagt, gegen dich habe ich keine Angst. Ja, du bist ja der Trottel, der in meine Falle getappt ist. Ja, so ein Pech für dich. Jetzt habe ich Sternenmobil und ein Mitleid ist grenzenlos. Ein Auslöser. Er hat eine Zeitbombe, Junge. Er will den ganzen Baum in die Luft streuen, oder was?